und herzlich willkommen, ich bin IPNX und ich begrüße euch zu Star Wars The Republic. Ja, und wir machen weiter mit unserem Jedi-Ritter und werden uns mal auf den Weg machen, dass wir hier mal wegkommen. Meine Schiffs, habe ich hier Prioritätstransport? Natürlich nicht. Ja gut, dann müssen wir uns erst zum... Gibt es nicht hier auch einen Raumhafen? Ja. Nikto-Sektor. Ja, zum Raumhafen teleportieren und dann von da aus aufs Schiff. Alles klar. Schnell weg hier. So, ab in den Häfen. Zack, rein da. Ey. Da ist er. Das war der Richtige. Ja, da ist auch schon mein Schiffchen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann gleich oben auf meinem Schiff. So, und da wären wir jetzt schon auf dem Schiff. Es ist mir die größte Freude, Ihnen bestmöglich zu dienen. Dankeschön. Das sage ich nicht, weil ich so programmiert wurde. Und Holo-Terminal. Wir sind mit knapper Not an einer Katastrophe vorbeigeschlittert, General. Aber es hat uns viele gute Leute gekostet. Zivilkan und seine Agenten. Das ist ein furchtbarer Verlust. Und Galen, naja, wenigstens lebt er noch. Ich habe gerade von Spezialagent Tanda gehört, dass sein Team am Sith-Stützpunkt alle Spuren des Vorfalls beseitigt hat. Aber ich sagte doch, ihr solltet das Superwachenprojekt komplett vernichten. Warum habt ihr ihn die Dateien speichern lassen? Vielleicht will ich einfach verhindern, dass ihr das alles unter den Teppich kehrt. Manchmal schafft die Ehrlichkeit mehr Probleme, als sie lösen kann. Die Stellung der Republik auf Nar Shaddai ist ziemlich wackelig. Es ist wohl für alle am besten, wenn diese Operation geheim bleibt. Ich versiegele alle Unterlagen darüber, was hier passiert ist. Außer euch, mir und dem SID kennt niemand die ganze Geschichte. Wenn mich jemand anders hiernach fragt, werde ich nicht für euch lügen. Ihr sollt ja auch nicht lügen. Aber bitte übt ein wenig Diskretion. Ich weiß, dass ihr sicher erschöpft seid, aber der Feind hat noch nicht aufgegeben. Und auch wir müssen durchhalten. Es hat sich gerade ein großer taktischer Vorteil ergeben. Aber ihr müsst rasch handeln. Admiral Hakrin, einer von Darth Angrals engsten Vertrauten, hat uns um Asyl gebeten. Er möchte zu uns überlaufen. Hakrin war bei Angral, als ich auf Ort Mantell verhört wurde. Sie schienen befreundet zu sein. Was hat sich seither geändert? Ich weiß nicht genau. Aber der Admiral ist auf der Flucht. Es gibt unbestätigte Berichte, dass das Imperium ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Einer von Darth Angrals besten Leuten wird zum Verräter. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Genau. Das sieht mir nach einer Falle aus. Hakrin wäre nicht der erste hochrangige Imperiale, der überwechselt. Bis wir eines Besseren belehrt werden, sollten wir annehmen, dass er es ernst meint. Kira scheint den Admiral auf Ort Mantell schwer beeindruckt zu haben. Er sagte, er würde sich nur ihr ergeben. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Es bleibt keine Zeit zum Verhandeln. Admiral Hacklin erwartet euch beide. Und sonst niemanden. Ich habe ihm gesagt, er soll in einer alten Asteroiden-Minenstation auf euch warten. Ich lade gerade die Koordinaten hoch. Wir bringen den Admiral schon in Sicherheit. Nehmt euch da draußen in Acht. So, dann werden wir das mal tun. So, und dann müssen wir jetzt, wo müssen wir denn hin? Reise zur verlassenen Minenstation. Okay, machen wir doch glatt. Da ist er. Jetzt hinreisen. Moment. Er
Erkunde die verlassene Minenstation, okay? So. Ups. Und raus hier. Okay. Ah, super. Es wirkt ja total vertrauenswürdig. Grüße. Ich bin Wallis. Schön, dass ihr so schnell kommen konntet. Bitte verzeiht die Täuschung. Admiral Hacklin ist noch immer Darth Angrals treuer Diener. Aber sein Name war für dieses Treffen einfach zu praktisch. Er ist ein Sith. Tötet ihn! Also wirklich? Behandelt man so seine Familie? Familie? Kira, kennt ihr diesen Mann? Hört nicht auf ihn. Er versucht euch zu verwirren. Uns. Euer Padawan hat euch getäuscht. Kira ist kein Jedi. Sie ist ein Kind des Imperators. So wie ich. Und es ist an der Zeit, dass sie in die Obhut ihres Vaters zurückkehrt. Ich habe noch nie von irgendwelchen Kindern des Imperators gehört. Wer seid ihr? Die Auserwählten. Kinder, die ausgesucht wurden, um dem Ruhm unseres Vaters zu dienen. Eine Bestimmung, auf die wir stolz sein müssen. Verleugnet eure wahre Herkunft nicht. Ich bin kein Sith. Lasst nicht zu, dass er euch gegen mich aufbringt. Wir haben keinen Streit miteinander, Jedi. Kehrt zu eurem Schiff zurück und lasst Kira nach Hause kommen. Der Imperator will es so. Der Imperator hat hier keine Macht. Im Gegensatz zu mir. Eure Selbsttäuschung ist irrelevant. Ihr könnt vor eurer Bestimmung nicht davonlaufen, Kira. Dank eures kleinen Streits mit Darth Angral weiß der Imperator, dass ihr am Leben seid. Und wo er euch finden kann. Wohin ihr auch geht. Vater sieht euch. Er sieht euch in diesem Moment. Und er will euch zurück. Ich würde lieber sterben, als ihn nochmal zu sehen. Wie ihr wünscht, Schwester. Ja, jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt geht's los. Alter, wie weit schleudert er mich immer? Da ist er tot. So. Dann sollen wir jetzt wieder zurück zu meinem Schiff. Ah, der hätte sich ja ruhig mal noch ein bisschen wehren können, oder? Aber Kira ist eine... ist ein Kind des Imperators. Was eine geile Wendung. Muss ich echt sagen. Dass mit ihr was nicht stimmt, habe ich mir schon gedacht. Aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte euch die Wahrheit schon vor langer Zeit erzählen sollen. Meine Eltern waren Sith. Aber der Imperator ist nicht mein Vater. Kind des Imperators ist nur ein Titel. Ich wurde meinen Eltern weggenommen, als ich noch ein Baby war. Zusammen mit anderen wie Wallis wurde ich in der Sith-Akademie herangezogen. Es war... furchtbar. Warum wurdet ihr in der Sith-Akademie aufgezogen? Wozu hat man euch ausgebildet? Na, wozu wohl? Ich sollte Jedi töten und andere schreckliche Dinge tun. Aber das war noch nicht alles. Hin und wieder wurden die anderen Kinder fortgebracht, um unseren Vater zu sehen. Danach waren sie alle anders. Und keiner konnte sich daran erinnern, den Imperator getroffen zu haben. Eines Tages bemerkte ich, dass ich nichts mehr von der vergangenen Woche wusste. Sie haben mit mir dasselbe getan. Langsam verstehe ich.
Ihr seid vor den Sith geflohen, oder? Niemand behandelt mich wie einen Droiden und kommt damit davon. Ich war noch ein Kind. Klein genug, um mich auf einem Versorgungsschiff davonzustehlen und den imperialen Raum zu verlassen. Ich habe einige gefährliche Orte kennengelernt, bevor ich Meisterin Kiwix getroffen habe. Sie hat mich zu den Jedi gebracht. Mein Leben verändert. Habt ihr Meisterin Kiwix von eurer Vergangenheit erzählt? Nein. Was hätte ich ihr denn sagen sollen? Übrigens, ich wurde als Sith geboren. Ist das ein Problem? Ich habe immer gewusst, dass ich eines Tages mit der Wahrheit rausrücken muss. Ich hatte nur gehofft, mich erst als Jedi beweisen zu können. Jetzt weiß der Imperator, wo ich bin. Und die Sith werden niemals aufhören, mich zu jagen. Meisterin Satil und die anderen müssen davon erfahren. Ich bin bereit, die Wahrheit zu sagen. Meisterin Kiwix, dem Jedi-Rat, allen. Keine Geheimnisse mehr. Wir sollten vielleicht den General wissen lassen, dass er seinen Admiral nicht bekommt. Okay. Ja, zum Holy Terminal. Und danach wahrscheinlich nach Tython. Der Admiral ist niemals hier gewesen, General. Es war eine Falle. Verdammt! Es tut mir leid, dass ihr aufgrund einer Lüge dieser Gefahr ausgesetzt wart. Es soll nicht wieder vorkommen. Leider gibt es weitere schlechte Nachrichten. Eure Jedi-Meister haben beide ihre letzten zwei Com-Checks verpasst. Das sieht Meisterin Kiwix gar nicht ähnlich. Zu welchem Planeten habt ihr sie denn entsandt? Nach Tatooine. Meister Orgis ist auf Alderaan. Ihr müsst herausfinden, was mit ihnen und unseren Waffenlaboren geschehen ist. Geht in Ordnung, General. Aber zuerst muss ich mich in einer wichtigen Angelegenheit mit dem Hohen Rat der Jedi beraten. Wichtiger als die Galaxis vor Darth Angral zu retten? Ich möchte mal wissen, was das sein kann. Tut mir leid, General. Das ist eine Jedi-Angelegenheit. Na schön, wenn ihr darauf besteht. Aber vergesst nicht, dass Angral immer noch da draußen ist. Möge die Macht mit uns allen sein. Vasatra, Ende. Bringen wir es hinter uns. Meisterin Kiwix und Meister Orgas brauchen unsere Hilfe. Ich gehe in mein Quartier und meditiere. Sagt mir Bescheid, wenn wir Tython erreichen. Yes. Das finde ich immer als einer der schönsten Momente. So nach vorne zu laufen und dann einzutippen, wohin man überhaupt will. Okidoki, wir sehen uns unten. So, da wären wir jetzt unten. Mann, ich hasse das, wenn man Transportmittel nicht nutzen kann. Da ist die Tür. So, anklopfen ist was für Verlierer. Wir gehen rein. Meisterin Satil. Die Mission ist komplizierter geworden. Meister Orgis und Meisterin Kiwix sind verschwunden. Ich werde auf Tatooine und Alderaan nach ihnen suchen, aber zuerst muss mein Padawan euch etwas sagen. Kira? Ich wurde auf Drom und Kaas geboren. Meine Eltern waren Sith. Beim zweiten Mal fällt es viel leichter. Das war aber noch nicht alles. Das will ich auch hoffen. Gebt mir etwas Zeit, den Rat zu versammeln. Die meisten von uns sind nicht auf Tython. Und dann hat mein Meister mich davon überzeugt, herzukommen und es euch zu erzählen. Das war so ziemlich alles. Wir haben Gerüchte über diese Kinder des Imperators gehört. Aber jetzt haben wir endlich den Beweis für ihre Existenz. Es ist beunruhigend, dass wir nie die Wahrheit gespürt haben, seitdem Meisterin Kiwix Kira zu uns gebracht hat. Das macht sie umso gefährlicher. Sie muss eingesperrt werden. Kiras derzeitiger Meister sollte ein Wörtchen mitzureden haben. Was schlagt ihr vor? Ich habe sie zu euch gebracht, weil ich nicht wusste, was zu tun ist. Der Weg ist klar. Das Mädchen ist gefährlich. Sie hat uns angelogen. Ihr erlauben, ein Padawan zu bleiben? Ein Jedi-Ritter zu werden? Unvorstellbar! Wirklich? Haben wir von den Kindern des Imperators nicht erst durch einen Sith erfahren, der sich zur hellen Seite bekehrt hat?
Meister Braga spricht die Wahrheit. Jeder kann gerettet werden. Angesichts eurer Abstammung war es nur natürlich, dass ihr Angst vor unserer Reaktion hattet. Jetzt zählt nur, dass ihr eure Vergangenheit hinter euch lasst und euch ganz der Sache der Jedi hingebt. Könnt ihr das? Das versuche ich schon, seit Meisterin Kiwiks mich gefunden hat. Kira ist ein guter Padawan. Ich vertraue ihr mein Leben an. Da habt ihr es. Ich brauche keinen weiteren Beweis für Kiras Loyalität. Richtig. Und ich denke, am besten ist es, wenn Kira da bleibt, wo sie jetzt ist. Das ist ein Fehler. Wenn Meisterin Kiwiks hier wäre, würde sie dasselbe sagen. Bis sie zurückkehrt, steht das Urteil dieses Rats fest. Kira ist am sichersten in eurer Obhut. Schön, dass sie ihr noch eine Chance gibt. Ich verspreche, dass ich euch stolz machen werde. Selbst euch, Meister Kädan. Es war die richtige Entscheidung, uns zu informieren, aber jetzt solltet ihr zu eurer Mission zurückkehren. Möge die Macht auf Tatooine und Alderaan mit euch sein. Okidoki. Ich wollte einmal kurz was gucken. Cool, wir sind noch nicht mal Jedi-Ritter, oder? Nö. Immer noch selber Padawan. Warum kriegen wir nicht den Titel mal Jedi-Ritter oder sowas? Naja. Auf jeden Fall, das war's jetzt für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.